Hallo YouTube, heute zeige ich euch, wie man mit einfachen Mitteln eine Marderabwehr bei euch im Motor verbaut, zum Beispiel mit einem Velrohrschlauch. Viel Spaß dabei! Zur Montage brauchen wir eine Schieblehre, ein Maßband und eine kleine Säge und natürlich das Velrohr, was schon geschlitzt sein sollte. Bei den heutigen modernen Motoren sind natürlich sehr viele Schläuche und Kabel verbaut. Zündkabel, dann Kühlwasserschläuche, Spritzwasser, ABS-Schläuche und so weiter. Der Marder, der mag natürlich dieses weiche Kunststoff und nagt euch die an, wenn ihr die nicht schützt. Jeder Schlauch im Motorraum hat natürlich auch einen anderen Durchmesser. Deshalb braucht ihr auch diese Schieblehre. Ihr messt den Außendurchmesser des Schlauches und der Außendurchmesser vom Schlauch ist der Innendurchmesser fürs Velrohr. Das ist ganz wichtig, sonst passt das nachher nicht richtig. Ihr könnt ruhig eine Nummer größer nehmen, also 1-2 mm, das geht, aber ihr solltet euch schon daran halten. Mit einem Maßband messt ihr die ungefähre Länge des Schlauches. Es kommt jetzt nicht auf Millimeter an. Ihr könnt ruhig 1-2 cm mehr messen durch die Knicks oder durch die Wölbung, die der Schlauch hat. Das könnt ihr noch eher einfach abschneiden. Dann nehmt ihr die kleine Säge und kürzt den Schlauch die Länge, die ihr da gemessen habt. Achtet bitte darauf beim Schneiden, erstmal auf eure Finger und zweitens, dass keine scharfen Kanten entstehen an dem Nachdem ihr das Velrohr auf die richtige Länge geschnitten habt, zieht ihr es vorne etwas auseinander und schiebt es vorwärts auf den Schlauch drauf. Das hintere Ende führt ihr einfach hinterher. Achtet bitte darauf, dass ihr den Schlauch nicht beschädigt. Das Velrohr ist teilweise ziemlich starr und ihr müsst da schon ein bisschen Kraft für anwenden. Schläuche, die bauartbedingt eine Krümmung haben, nicht begradigen mit dem Velrohr. Ihr müsst hier das Velrohr stückeln. Natürlich lohnt es sich auch, kleinere Schlauchabschnitte zu ummanteln, denn der Marder macht auch vor diesen kleineren nicht halt. Nach ca. 2 Stunden habe ich die meisten Schläuche ummantelt. Hier sieht man jetzt die Zündkabel, die solltet ihr auf jeden Fall schützen, denn sie sind sehr anfällig. Für ca. 15 Euro, was ich jetzt bezahlt habe fürs Velrohr, ist das eigentlich eine ganz gute, kostengünstige Alternative. Gerade heute bei der ganzen Elektronik im Fahrzeug ist natürlich Vorsicht besser als Nachsicht. Ja Leute, so kann man eigentlich mit geringen Mitteln seinen Motorraum etwas vor dem bösen Marder schützen. Wie gesagt, ihr solltet aber darauf achten, dass dieses Velrohr hitzebeständig ist und schwer entflammbar. Den Link dazu zu diesem Velrohr und zu der Firma ist natürlich unten in der Videobeschreibung vorhanden. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und verbleibe somit. Tschüss, bis demnächst, euer Network Spider. Macht's gut!